Timo wirft sich neuen Menschen nicht vor die Füße. Er möchte erobert werden. Diese Einstellung sorgt leider dafür, dass Timo nur selten einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Dass er im Herzen aber auch nur ein ganz normales Hundeleben führen will, zeigt die Liste seiner Lieblingsbeschäftigungen. Rumrennen macht er gern, Vögel gern, Leckerli betteln, schwimmen geht er gern und eben laufen, gell? Beste stundenlang. Wanderausflüge mag Timo besonders gerne. Da passt es gut, dass auch Autofahren kein Problem für ihn ist. Noch besser als Wandern findet er nur eins: Wasser. Aber ich glaube, das schönste Erlebnis ist immer, wenn er das erste Mal wieder in die Wiese springt, wenn es wieder richtig heiß ist. Wenn es zum ersten Mal wieder ins Wasser kommt. Wenn es richtig heiß ist, gell, Timo, ins Wasser springen. Das liebt er. Und wenn Timo dann nach dem Baden auch noch mit einem Handtuch abgerubbelt wird, ist der Tag für ihn perfekt. Timo ist ein sehr sensibler Hund und hat schon sehr viel erlebt. Das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Schon mehr als 2 Jahre seines Lebens musste Timo wegen seiner Eigenheiten im Tierheim verbringen. Tierarztbesuche sind für ihn ein Grauen. Wahrscheinlich ist er halt früher wohl misshandelt worden. Also hat er furchtbar Angst. Dann muss man ihn auch den Maulkorb anziehen, weil dann, ist er einfach, dann wird er aggressiv auch und dann kämpft er fast um sein Leben. Er hat auch Angst, wenn es Gewitter gibt oder wenn es Feuerwehr gibt und so, muss man zu führen auf ihn schauen, weil er hat furchtbar Angst. Er ist ein sehr sensibler Hund. Timo sollte in Situationen, die ihm Angst machen, einen Maulkorb tragen. Spazierengehen im Alltag ist aber auch gut ohne machbar. Man muss einfach schauen, dass Fremde ihm nicht zu nahe kommen. Sein Problem ist einfach, dass er gegenüber Fremden, die mir zu nahe kommen, allenfalls aggressiv wird. Das ist eine seiner Hauptbaustellen. Timo verteidigt aber nicht nur seine Menschen, sondern alles, was dazugehört. Wenn fremde Leute kommen, muss man ihn zuerst wegsperren. Solange die Leute nicht kennt, will er das Haus verteidigen. Und das macht er auch mit den Zähnen. Neben der Angst und seinem territorialen Verhalten hat Timo auch eine gute Portion Jagdtrieb. Katzen oder andere Kleintiere sollten in seinem zukünftigen Zuhause also besser nicht wohnen. Im Umgang mit anderen Hunden ist Timo anfangs zwar etwas vorlaut, wird aber zunehmend ruhiger, desto besser er sie kennt. Ich habe immer meinen eigenen Hund dabei und das geht sehr gut mit ihm. Also mit einem Weibchen. Aber auch Männchen, wenn er sie kennt, geht es auch gut. Timo ist kein unbeschriebenes Blatt, aber definitiv ein Hund, der dazulernen möchte. Zeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Er ist nicht gerne allein und braucht die Gesellschaft von seinen Menschen, um sich entspannen zu können. Das perfekte Zuhause für Timo beschreibt sein aktueller Lieblingsmensch übrigens so. Wenn er geliebt wird, wenn sie Geduld haben mit ihm, wenn sie sich auf ihn einlassen, dass sie ein bisschen mit ihm laufen, viel Zeit haben für ihn. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Timo wartet im Tierheim Weil am Rhein darauf, endlich seinen perfekten Menschen kennenzulernen.